Traditionsduell im Franz-Krämer-Stadion in Köln. Der erste FC Köln gegen den HSV und das Ganze in 120 Minuten. Die hatten richtig Lust. Steffen Baumgart hat sich gefreut aufs erste Spiel des Jahres. Auch der HSV unter Tim Walter mit dem Auftrag Aufstieg. Aber heute hieß es erstmal Spaß haben. Und es hat Spaß gemacht. Von Beginn an beide Teams mit offenem Visier. 20. Spielminute, erste Möglichkeit für den HSV. Nochmal schön rübergespielt von Königsdörfer auf Bakary Jatta. Schönes Wetter, ausverkauftes Franz-Krämer-Stadion. 5000 Fans, davon 500 aus Hamburg mitgekommen. Das war eine tolle Kulisse und die Spieler haben geliefert. 47. Minute, einer von vielen Standardsituationen, in dem Fall keins, auf den Kapitän des FC Hector. Und zack, Pfosten, fast der Führungstreffer. Aber es waren etwa 60 Sekunden später nach diesem Pfostenkracher. Da hatte der erste FC Köln nicht nur Lust, sondern auch am Ende das Ding drin. Dennis Hussein Basic. 1:0 für den ersten FC Köln. Gerade diese Phase in diesem Spiel, bestimmt durch den FC, sehr dominant, sehr gierig. Und hier auch von Hussein Basic gegen alles andere als konzentrierte Abwehr, Mannen des HSV. Am Ende dann einfach entscheidender. Und die Lust, die stieg immer mehr bei den Kölnern. 50. Spielminute, tolle Kombination. Meiner, der immer stärker wurde mit der Übersicht. Hussein Basic mit dem Doppelpack, der FC mit dem 2:0. Und auch hier konnte man mal wieder in Richtung HSV fragen, wo waren eigentlich die Abwehrspieler? Immer zu spät, nicht nah dran am Körper. Das konnte Tim Walter bei aller Freude über diesen Test überhaupt nicht gefallen. Die zweite Hälfte, also nach 60 Minuten, die war ein bisschen besser für den HSV. Hatten sich da in der Kabine noch mal besprochen und gesagt, so können wir es nicht machen. 72. Spielminute, einer der vielen Eingewechselten mit einer großen Möglichkeit. Xavier Amaechi gegen den Torhüter Matthias Köbbing, der Timo Horn ersetzt hatte. Aber aus einer guten Phase, die der HSV nach der Pause hatte, konnten sie nichts Zählbares machen. Ganz anders der erste Fußballclub Köln. 3:0, 89. Spielminute, Justin Diehl, der ist 18 Jahre jung und eine große Hoffnung im Nachwuchs des ersten FC Köln. Und warum, das sieht man hier. Tolle Übersicht, bewahrt die Ruhe, nimmt den Ball sogar noch an. Kann er aber auch alles machen, weil auch in diesem Moment kein HSV-Abwehrspieler da ist. Und da gab es nicht Verlängerung, sondern natürlich noch mal die vierten 30 Minuten. Baumgart hatte seine jetzt immer jünger werdenden Jungs noch mal heiß gemacht. Und einen haben wir dann noch. Kingsley Schindler. Was ist das bitte schön für ein Ding? 4:0 für den ersten FC Köln. Der Schlusspunkt in einem guten Test, vor allen Dingen aus Sicht des FC. Das hat er hier genau so gewollt. Herzlich willkommen 2023. Ich glaube, am Ende steht hier die 0:4 Niederlage im Testspiel leider, aber es war auch ein Testspiel. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, beide Mannschaften sind gut ins Spiel gekommen. Beide hatten ihre Aktionen, beide hatten ihre offensiven Chancen. Und dann ist das erste Tor natürlich so ein Slapsticks-Tor. Das passiert in der Vorbereitung jetzt. Wir haben viel trainiert die letzten Tage, haben viel Kleinfeldspiele gemacht. Ich gestern kurz mal angerissen auf einem bisschen größeren Platz, aber wir wollen auch Testspiele gewinnen. Heute ist es eine 4:0 Niederlage, aber wir sind gerade in der ersten Woche und wir wissen, dass wir noch viel aufarbeiten können, aber Intensität war gut, Gegner war gut und wir hatten auch unsere Abläufe, aber war noch nicht alles so, wie es sein muss, aber das gehört auch dazu. Nichtsdestotrotz, man kann den Jungs wirklich keinen Vorwurf machen. Wir haben Gas gegeben, wir haben es versucht, weiter so zu spielen, wie wir uns das vorstellen. Und von daher ist alles in Ordnung. Was waren denn die Dinge, die gut liefen, hier auch gegen einen Bundesligisten, der wahrscheinlich auch schon eine Woche weiter ist in der Vorbereitung als wir? Ja, ich glaube gerade eben, dass wir in der ersten Phase so aufgetreten sind, wie wir uns das vorstellen. Dass wir unser Fußball gespielt haben, egal wer auf der anderen Seite steht. Und dass wir auch bissig und aggressiv in den Zweikämpfen waren. Ja, dass wir die eine oder andere Situation, Konter, besser ausspielen müssen, das ist völlig klar. Aber wir hatten auch nachher noch gute Aktionen über Dompi, der noch mal ein bisschen Alarm gemacht hat. Den einen oder anderen Kopfball und mit ein bisschen Glück fällt, glaube ich, da auch ein Tor. Wie gesagt, wir hatten, ich glaube, in jedem Viertel unsere Chancen. Da müssen wir vielleicht ein bisschen giftiger sein und ein bisschen griffiger, dass wir die doch dann reinhauen.
Aber Chancen kreieren ist das Schwerste im Fußball. Das haben wir heute geschafft. Jetzt müssen wir sie noch vollenden. Letzte Frage. Wir sind jetzt 6 Tage in der Vorbereitung. An welchem Stand siehst du uns gerade und woran geht es jetzt weiter zu arbeiten? Fit sind die Jungs. Also wir haben alle unsere Läufe gemacht in der Pause. Aber wenn du dann 4 Wochen den Ball nicht am Fuß hast, dann spürt man das natürlich. Und da müssen wir wieder reinkommen, müssen ballsicher sein und müssen unsere Abläufe wieder hinkriegen. Aber wie gesagt, 6 Tage und wir haben noch ein Trainingslager vor der Brust. Und da trainieren wir gut, dass wir voll beim Start da sind. Naja, wir haben heute eben schon gesehen, dass wir noch einen guten Weg vor uns haben. Aber das ist auch gar nicht weiter schlimm. Trotzdem, wir müssen dranbleiben. Ja. Jetzt heißt es erstmal, die Fitness zu holen. Das hat uns Köln sicher heute aufgezeigt. Und dann schauen wir mal weiter.